Gringo, se llama Gringo, oh, oh. Splendor the Gringo, oh, 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 oh. Sir, sir, sir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja diesen Kumpel hier besiegt, damit wir dieses, habe ich besiegt gesagt? Okay, passt zu der Gegend. Kann man also ruhig benutzen, besiegt. Also ich habe ihn besiegt, dank meiner Keule, ja, also nicht mein Bruder, sondern die Keule, die ich in der Hand hatte. Also meine Waffe meine ich, meine Waffe, hier komm, hier, das meine ich mit Keule, also nicht, was ihr so denkt. Ach, bin wieder ein Schelm. Aber ich kann sie erstmal wegstecken. Nicht, dass ich euch hier wahnsinnig mache. Und wir haben ja dieses blaue Amulett von ihm erbeutet. Und jetzt schauen wir doch mal. Wir müssen nämlich jetzt zurück und schauen mal, was dieser Teleporter hier sagt. Ich weiß noch nicht, wo der hingeht. Hoffentlich nicht in irgendein Kampfgebiet. Obwohl und wenn. 71 Meter. Und eben waren doch fast 400 oder so. Ja, da können wir doch einfach mal hin. Irgendwie. Ah ja, hier ist richtig. Ach ja, richtig. Er wollte ja dieses Amulett haben. Ich hoffe, ich finde das. Geradel. Oder Geradel? Ja, jetzt haben wir den Geradel da. Naja, schauen wir mal. Bam. Hast du das Amulett? Ja, hier. Den Göttern sei Dank. Ein Hoffnungsschimmer. Wie wär's jetzt mit einer Erklärung? Also gut. Was möchtest du wissen? Zum Beispiel, wo ich hier gelandet bin. In Tirgal. Oder was davon übrig ist. Mich nennen sie ihr Vater Garadel. Ich bin seit langem der Hirte dieser kleinen Herde. Das Schicksal hat mich zu ihrem Beschützer ausersehen. Seit dieser tödliche Fluch über uns gekommen ist. Vor vielen Jahren. Diese Wesen im Sumpf, sind sie Teil des Fluchs? Den Eindruck könnte man gewinnen. Aber die Untoten werden von einer rachsüchtigen Hexe kontrolliert, die unser Schicksal teilt. Eine Hexe also? Ist das die geheimnisvolle See? Genau. Damals, als sie zum ersten Mal hier auftauchte, wurde der Nachbarort Tirkaite zerstört. Die Hexe kontrolliert die Untoten. Und beinahe wäre Tirgal ebenfalls zerstört worden. Seither patrouillieren ihre Bestien entlang der Barriere, die uns hier gefangen hält. Edens Befürchtung war, dass deine Ankunft sie in unser Dorf lockt. Ob sie wirklich eine Hexe ist oder ein Dämon, wir wissen es nicht. Aber sie scheint genauso hier gefangen zu sein wie wir. Vielleicht diente die Barriere dazu, sie hier zurückzuhalten. Tja, wir werden wohl niemals die ganze Wahrheit erfahren. Und diese Amulette? Je näher man der Hexe kommt, desto heller leuchten sie. Manche der Kreaturen tragen sie. Diese Amulettträger scheinen die anderen anzuführen. Und die Amulette brauchen sie, um ihre Herren zu finden. Eden dagegen benutzt sein Amulett, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Wenn ich die Hexe unschädlich mache... Würde das den Bann brechen? Die Möglichkeit besteht, aber ich habe keine Gewissheit darüber. Ich kann dich nicht darum bitten. Aber du bist willkommen, dich bei uns niederzulassen. Falls du einen Ausbruchversuch wagst, ist es alleine deine Entscheidung. Ist dir die Freiheit dieses Opfer wert? Na klar. Oder? Nee. Danke, Garadel, aber ich kann nicht bleiben. Die Hexe zu jagen ist meine einzige Chance. Vielleicht schickt dich ja die Vorsehung, mein Sohn. Ich glaube, sie lebt westlich von hier. Auf dem Weg zu den Ruinen von Tirkaite. Das Amulett wird dir von dort aus den Weg weisen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Amulett denn anlegen muss. Keine Ahnung. Muss ich mich durchklicken? Pff, keine Ahnung. Ich mach mich einfach auf den Weg. Ich werde mich auf den Weg machen. Jagd auf die Sumpfhexe. 720 Meter. Ei, verdammt. Eieieiei.
Und ich weiß noch nicht mal, ob ich denn auf den richtigen Weg bin. Oh, hier haben wir auch wieder was? Ein Teleporter? Ach nee, von da sind wir gekommen, wa? Oder? Nee, ist kein Teleporter. Irgendwie nicht. Oder irgendwie doch, oder? Pff, ich weiß nicht. Da hinten sehe ich schon Gegner. Also können wir schon mal die Keule rausholen. Es gibt immer was. Komm her, komm her. Bam, bam. Ach so, die sind ja wieder nicht so allergisch gegen diese Waffe, aber eigentlich ist sie fast Wurst. Aber wirklich nur fast. Nimm mal die andere. Naja, doch. Man haut schneller. Komm her. Ja. Buisch. Der war doch schon mal nicht so schlecht. Creeper. Jeepers, Creepers. Los, Finish Move. Bam. Oh ja, verdammt. Verdammt und zugenäht. Ach, wieder überall nur Müllzeug. Ja, ich weiß jetzt ja nicht. Warte mal, wo ist denn dieses Amulett? Zutaten, allgemeines Inventar vielleicht? Nee, ist Halskette? Hatte ich die nicht abgeheben gehabt? Schon eine ganze Weile her, die habe ich doch abgeheben, oder? Leute, was ist hier los? Warum habe ich diese Kette? Was soll ich mit der Kette? Da sind lauter Zehe dran. Eine Zehenkette. Aber hier muss irgendwo einer stecken. Ein Bösling. Ah, da. Wuhu, wuhu. Hey, Dread. Nur ein toter Dread ist ein guter Dread. Und ab ins Wasser, komm. Ich mach dich so am Wasser fertig. Oh. Können wir aufschließen? Ja. Nein. Oh, jetzt kommt mehrere Dreads da. Aber das ist mir fast egal. Bam. Na, die waren ja lässig. Profischloss, oh Gott. Waffe zu beschädigen, 0%. Also könnte ich eigentlich auch immer raufhauen irgendwie. Warte mal, ich nehme mal die 5. Oh. Mann, wie kann ich diese Kisten mit der Waffe zerstören? Keine Ahnung. Irgendwie will das nicht so recht. Ich denke mal weg. Profischloss. Ja, vielleicht kann ich das auftreten. Ja, dann halt einen Auftritt. Ja, gut. Eieieiei. Ich ahne schon wieder. Bam! Geschafft! Wir kriegen wieder so ein Lillipalli-Zeug. Ritterhandschuhe. Ach, Freunde. Na, ihr pärt den Müll. Das ist wirklich nur Müll für mich. Weißt du ja nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll, was ich hier habe. Doch, ich weiß, ich kann ja irgendwann mal wieder zurück und dann mir eine Wohnung kaufen da. Bei den Entypi. Bam, auch geschafft. Mann. Es klappt ja alles. Aber hier. Rosas Reisenden habe ich selber an. Ja, alle so. Oh, 100% Schutz gegen Kälte. Nicht schlecht. So, dann können wir hier raus. Guten Tag. So. Müssen wir jetzt hier durch? Ah, hier rüber. Oh, was sehe ich denn da? Na, kämpfen wir? Komm, komm. Kämpfen, habe ich gesagt, nicht treten. Bam. Und ein mächtiger, wuchtiger Schlag. Mach. Oh, guckt euch das an. So, das war's. Bei diesem Schlag ist er gleich abgehoben. So muss es sein.
Das ist gut. So, hier muss noch einer stecken. Oh. Warum wollen die denn alle was von mir? Ich verstehe das nicht. Oh, es sind aber viel jetzt hier. Aber sollte kein Problem darstellen. So, das war's. Komm her, du Creeper. Machen doch alle. Yeah. So, diese Finish-Moves, die finde ich absolut genial. So, das war's. Nee, noch nicht ganz. Das war's. Ja, muss ich jetzt da hinten? Glaube ich einfach hier weiter lang. Ach, Freunde des Nachtlebens. So, was kann ich mir hier holen? Schnell holen. Durchhaltevermögen. Okay, Blackbone. Alter Schwarzknochen. Du wirst hier nichts mehr zu lachen haben. Aber rein gar nichts. Das ist gut. Wer zuletzt lacht, ihr wisst Bescheid. Ey, wie viele Gegner kommen denn hier noch? Na gut, so kann ich mich hochpushen. Busch, busch. Komm her. Ja. Zombie. Er sind gelaufen wie Michael Jackson irgendwie. Weiß ich, ein Thriller. So, das war's. Ja, könnt ihr mal auf der Karte gucken. Wo waren die nochmal? War die hier? Ja, aber ja, kenne ich nicht so viel. Ah, hier ist noch nichts zu sehen, ne? Nee, aber der Weg ist richtig. Der Weg ist richtig. Einfach hier lang. Eieiei. Ja, jetzt kommt dann wieder Gegner. Ja, normalerweise könnte man auch einfach wegrennen. Die kommen ja nicht hinterher. Also jedenfalls nicht die ganze Weile. Aber ich denke mir, ich säuber das Gebiet einfach mal hier ein bisschen. Ja, oh ja. Ja, das sieht geil aus. Oh ja. Tja. Oh, habt ihr gesehen, der eine? Oh, der ist voll geflogen. Hier, Jenna hier. Könnt ihr mal ein bisschen zurückspulen? Der ist irgendwie, naja, halt geflogen. Er hat eine Fliege gemacht. Oh, dann ist der Mond oder die Sonne. Geht der Mond auf oder die Sonne? Keine Ahnung. Oh, habe ich hier schöne Stärke? Ja. Die holen wir uns dann natürlich. Weil bestimmt gleich wieder Gegner kommen. Jetzt macht er mal richtig Schaden. Bam. Oh, ich bin vergiftet. Aber nur ein bisschen vorne an. Manodor. Und Spacki Zombie. Jeha. So ist recht. Was hat denn so ein Malidor oder wie der heißt an sag ich schon. An Zeug. Und toll. Geschenkt. Brauche ich nicht. Neuen Ort gefunden. Achso, das ist ja dieser Ort. Da soll ja die Hexe für verantwortlich sein. Ja, fangen wir an, jetzt Kisten hier zu suchen. Ja, wir können natürlich auch einfach Dreads suchen. Und Zombies und Blackbones. Gucken. Zap. Macht er. Er bleibt liegen. Ja, dann habe ich hier Sordahans Keule und eigentlich kann ich mit der ja so ja nicht richtig was anfangen. So, hier muss ja irgend so ein Typ stehen. Oder mehrere. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ah, ein Teleporter. Aber ich teleportiere mich lieber nicht. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Ah. Wolfhind. 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 So, das war's. Bam. Und auch ich liebe das Wort. Bam. Ich weiß ja nicht warum.
doch, von der Bruce Lee-Verarsche. Bam! Ob ich mal ein bisschen was zauber, Freunde? Komm her, ich zauber was. Die drei. Los, kämpft. Monster gegen Monster. Ja, hier ist Action angesagt. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht, wer wo ist und wer wann was ist. So. Normalerweise könnte ich jetzt ganz gemütlich hier weiterlaufen. Mir tut ja keiner was. Außer die da. Mann. Ja, wie ich schon mal sagte, diese Sachen, die man beschwört, die haben das einfach nicht drauf. Die sind wirklich nur zum Ablenken da. Oh, jetzt muss ich aber langsam mal aufpassen. Jetzt muss ich schön meine, Gesundheit im Auge behalten. Sonst kacke ich hier ab. Mann, Wolfhound. Komm her, Blackbone. Ich will dich auch noch. Komm. Ja. Uff. So, ich mach mal lieber die Waffe weg. Dann tankt er dich automatisch auf. Guck mal, da hinten steht auch noch einer. Wenn ich jetzt die 6 nehme und die 1 und die Waffe ziehe, dann könnte ich vielleicht ein bisschen Randale machen. Oh ja. Ja, aber dauert so lange, diese Zaubern. Macht zwar 1400 Schaden, aber wenn man überlegt, wie lange das dauert, bis er sich denn aufgeladen hat oder sowas. Hey, wer schmeißt denn da mit Leben? Ah, es regnet Steine. Eigentlich sollten die Steine da hinten hin, zu ihm. Oder ist die 2 vielleicht besser? Ja. Wisch. 365 Schaden. Nee, das ist alles nicht so der Gelbe vom Ei. Und deshalb muss er per Hand sterben. Sieht mich ja nie, wa? Ja, gut. Vielleicht spielt er Balkonblume. Und die Balkonblume ist tot. Tja. Was soll ich sagen? Nee, hier ist ja nicht drin. Nee, hier kann man nichts klauen. Aber wie ich schon sagte, ich glaube, mit den Klauen, das lasse ich auch langsam sein. Es scheint nicht mehr so viel zu bringen. Schöne Aussicht. Das bringt was. Nein, ich habe vergessen, mich aufzuladen, beziehungsweise dran zu... Oh, ja, klar, du auch noch. Ja, ja, komm, du Wespe. Nein. Oh. Aber ich kann ja zur Not abhauen. Oder eine Runde schwimmen. Komm, trink mal einen Schluck. Tja, wär da mal im Nassen geblieben. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Ja, hier muss wieder irgendwo jemand rumschwimmen. Hm. 190 Meter. Oh, wer kommt jetzt? Ah, diese Wespen. Schnell. Nein, ich wollte hier. Na doch, doch, klar. War ja richtig. Die haben ja diesen Umlenkungsschaden. Tja. Busch, busch. Ach, diese ekligen Viecher. Oh, ich glaube, da ist die Königin. Ich glaube ja. Komm her. Buff. Einmal die Keule geschwungen und schon ist Ramadan.
Wie komme ich auf Ramadan? Wollte Rabatz sagen. Entschuldigung. Ja, oder verflieg dich. Da vorne ist es 150 Meter. Ach, guck mal hier, hier ist so ein... Hier kann man nicht zerstören. Oh, das ist die Mutter hier. Hier ist auch noch ein Wächter. Wo ist ein Mama-Bär? Leute, wir sind gleich da. Oh mein Gott. Schöne Aussichten. Waffe wechseln. Ich hab wieder nicht geguckt. Ey. Ich hab Waffe gewechselt. Komm. Ey. Na endlich. Los, mach mal hier so ein Drehding hier. So ein Drehding. Bäm. Malodor. Ja, sowas meinte ich. So ein Drehding solltet ihr machen. So, Waffe weg. Oh, nach 97 Meter. Ich werde nervös. Ich werde echt nervös. Bin fix und fertig vom Kämpfen. Könnt ihr mir wirklich glauben? Jetzt immer noch einen Kampf oder so? Ja, würde ich einfach mal sagen, nur einen Kampf und dann sind wir der Hexe nah. Nein, gar keinen Kampf mehr. So, die Hexe muss hier vorne irgendwo sein. Bin ich gespannt, wie die aussieht. Ihr auch? Ha, ihr werdet es erfahren. Aber erst in der nächsten Folge. Tut mir echt leid. Und wie immer, danke.